Herzlich willkommen von mir hier in der Sportreha. Danke an Olli und dich und dein Team, dass wir hier sein dürfen. Wir haben es eben schon beim Aufbau so nebenbei gewitzelt. Olli und ich kennen uns jetzt mein halbes Leben. Also es ist schon eine ganze Zeit, die Sportreha hier im Sport einfach auch in Herford aktiv ist, aber eben auch als treuer Partner des Stadtsportverbandes. Und wie Jürgen es ja angedeutet hat, nicht nur zum Kalorienverbrennen hier jetzt vor dem Abendbuffet. Grundsätzlich glaube ich schon, dass die Sportler-Ehrung als Ort die Sportreha perfekt trifft. Weil in der Sportreha wird Sport gemacht, da geht es natürlich auch um Rehabilitation, aber auch um Leistungstraining durchaus. Und deswegen finde ich das hier als Auftaktort für die Pressekonferenz sehr passend und freue mich, dass wir hier sind. Genau, und genau wie Jürgen das auch gesagt hat, bin ich ebenfalls begeistert von dem Andrang. Das Interesse an der Veranstaltung ist immer noch groß, das freut uns natürlich und so soll es gerne auch weiter bleiben. Ich fange an, pädagogisch nach dem Prinzip vom Bekannten zum Unbekannten mit den Sachen, die gleich bleiben bei der kommenden Ehrung im Vergleich. Als Lehrerkind bin ich da leider gebrandmarkt, tut mir leid, hat für Sie und euch den Vorteil, dass man auch einen gewissen Spannungsbogen dabei hat. Was bleibt gleich? Location wurde schon angesprochen, wir sind mit dem Wechsel zum Bildungscampus sehr zufrieden gewesen. Rädchen, an denen man drehen kann, gibt es sicherlich überall und die perfekte Location gibt es nicht, es sei denn, die Stadt baut uns eine Location extra für die Sportler-Ehrung, da schätze ich, werden wir aber eher auf Granit beißen. Insofern sind wir sehr zufrieden mit dem, was wir auf dem Bildungscampus haben, die Gelegenheit in einem sehr schön ausgestatteten ehemaligen Kinosaal, wie ich finde, der jetzt ja der Audimax der Fachhochschule für Finanzen ist, in dem Casino-Gebäude, was wirklich auch tolle Möglichkeiten für die Aftershow-Party bietet. Wir hatten uns ja versprochen, mehr Sitzplätze anbieten zu können für das Essen. Ich denke, das ist auch so gut aufgegangen. Klar, nicht jeder konnte vielleicht zu jeder Zeit sitzen, aber im Verhältnis zum Theater, das ist ja so der Vergleich, den wir hatten, haben wir uns da deutlich verbessert vom Ambiente für alle Gäste, sowohl für unsere Sponsoren, für die Sportlerinnen und Sportler, für alle Freunde der Sportlerinnen und Sportler. Insofern denke ich, dass wir da den richtigen Schritt gemacht haben und da auch beibleiben. Das Gleiche gilt. Sehen Sie jetzt hier auch schon für die Gestaltung der Plakate, da haben wir jetzt die letzten Jahre auch nicht das Rad komplett neu erfunden. Der Titel als Herforder Sportnacht bleibt nach wie vor bestehen. Mottos machen wir in der Form nicht mehr, stattdessen schlicht und dunkel. Das ist ein bisschen mein persönlicher Geschmack, aber ich glaube, halbwegs modern dürfte es auch sein. Genau, man sieht auch hier schon auf dem Plakat, Eintrittspreis ist da so ein bisschen klein, links in der Ecke 40 Euro, das ist auch nach wie vor unverändert. 10 Euro kosten die Tickets für die Jugendehrung, auch das ist gleich geblieben, da haben wir nichts dran gedreht. Ebenfalls weiter dabei ist Björn Sassenroth, die da waren, wissen das noch. Björn hat das letzte Mal jetzt für sich zum ersten Mal die Ehrung hier in Herford moderiert und hat uns mit seiner vor allem fachkundigen Art extrem gut angesprochen und gefallen. Weswegen es für uns keine schwierige Entscheidung war zu sagen, wir möchten gerne, dass Björn auch im kommenden Jahr wieder die Veranstaltungen moderiert. Und er hat das Angebot auch dankend angenommen und freut sich darauf. Ebenfalls gleich, aber das ist ja beim Stadtsportverband genauso gesetzt wie die Sportreha als treuer Partner. Die Momente GmbH wird sich entsprechend auch wieder um das Catering kümmern, hat sich auch heute wieder um das Catering gekümmert. Vielen Dank da, Marco. Tolle Arbeit wie immer. Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Weitere Sache, die gleich bleibt, aber das ist, denke ich, auch selbstverständlich, dass wir wieder zwei Abende haben. Also wir haben am 21. Februar ab 18 Uhr die Jugendehrung, die ausschließlich wieder in dem Audimax stattfindet, in dem Gebäude. Und dann am 22. den gleichen Modus ab 19 Uhr das Bühnenprogramm. Das fängt dann auch dort an und geht dann im Verlauf des Abends rüber für das Buffetessen und für den Liveband-Auftritt zum Casino-Gebäude. Auch natürlich ganz wichtig, noch einen weiteren Partner, den ich gerne erwähnen möchte, der NW Medienpreis bleibt auch im Programm. Wir sind schon in guten Gesprächen miteinander, wer da ausgewählt werden könnte als Kandidaten von der Zeitung, weil wir auch eine kleine Modusänderung haben, zu der ich gleich komme, von unserer Seite aus. Genau, Liveband hatte ich eben schon angesprochen. Liveband hatten wir jetzt 2 Jahre lang in Folge Five on the Floor aus Osnabrück. Wir bleiben von der Location her in Osnabrück, haben aber eine andere Band gebucht. Wir hatten 2 schöne Jahre, 2 stimmungsvolle Jahre auch mit Five on the Floor, haben uns aber dennoch dafür entschieden, an dem Rädchen jetzt mal wieder zu drehen und da was Neues einfach anzubieten. Wir haben im vergangenen Jahr auf dem Höckerfest, Jürgen hat die glaube ich auch gesehen, ich habe sie selbst gesehen, war auch begeistert, die Liveband Deine Lieblingsband kennengelernt, die da wirklich tolle Stimmung gemacht haben, gute mitreißende Musik gemacht haben. Wir haben uns da gedacht, da wollen wir gerne wieder was ändern. Und diese Band habe ich angefragt und auch die Zusage bekommen. Das heißt, wir haben bei der Liveband diesmal einen kleinen Wechsel. Einen weiteren Wechsel, der so ein bisschen den Ablauf des Abends betrifft das Thema Essen.
Das Thema Essen war im letzten Jahr so, das Casino-Gebäude ist ein schönes Gebäude und man kann das mit dem Essen auch gut managen. Bei 350 Leuten ist es natürlich trotzdem schwer, dass alle ganz schnell was bekommen. Es bilden sich längere Schlangen. Das wird immer so bleiben, denke ich. Auch da gibt es nicht die perfekte Lösung. Wir haben uns aber nach ausgiebigen Gesprächen mit der Momente GmbH darauf verständigt, dass wir es in diesem Jahr so machen werden, dass man ab 18 Uhr den Einlass ja schon hat, also eine Stunde Zeit hat im DCC-Gebäude, bevor es losgeht, und in dieser Zeit da auch schon Vorspeisen mit zum auf die Hand nehmen angeboten werden, um so ein bisschen vielleicht den ganz großen Appetit, den verständlicherweise viele Leute ohne Abendessen dann haben, da so ein bisschen vorzubeugen, damit man nicht ganz so hektisch dann rüberlaufen muss und hinterher noch stürzt dabei. Genau, vom Bühnenprogramm her wird es auch natürlich Änderungen geben, ist klar, da können nicht immer die gleichen Leute auftreten. Da haben wir diesmal mit Charlene White, eine in der Region, denke ich, halbwegs bekannte Sängerin aus Bad Oeynhausen verpflichtet, die, denke ich, gute Stimmung machen wird im Bühnenprogramm, das Ganze auflockert. Und eine unserer Nominierten für die Wahl Sportlerin des Jahres, Lisa Snow, wird uns auch noch künstlerisch begeistern. Da verraten wir aber nicht mehr, das nur so als kleiner Appetizer dazu, da freue ich mich schon mal.